Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann. Tja, jetzt steht erstmal unsere Feldarbeit an. Und ja, wir müssen hier fleißig unsere Felder ernten. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch nicht verkaufen, aber wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen, weil ja, die Preise sind jetzt noch nicht so gut und momentan ist bei Reifeisen der Stand ein bisschen mehr wie bei der Mühle. 1276 bekommen wir da. Und ja, ich habe mir gedacht, wir waren ja da noch nicht bei Reifeisen. Also können wir auch mal dahin fahren. Klar ist jetzt nicht so viel Geld, was wir jetzt da rausbekommen, so wie sonst. Aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen und müssen ja auch mal ein bisschen Geld verdienen und uns ein bisschen hocharbeiten. Es muss ja eigentlich mal ein bisschen vorangehen. Also fahren wir mal dahin. Ist übrigens, ja, hier kann man auch was, oder wo war das? Hier kann man was verkaufen. Und irgendwo war noch der Dorfladen. Das schauen wir uns auch nochmal an. So, jetzt müssen wir erstmal hier rein. Der Dorfladen ist ja nach auch noch mit dazugekommen bei der 05er Version von der Hof Bergmann. Hat man ja vorher auch noch nicht. Da gab es ja nur den Dorfladen. Ja, mehr nicht. Gut, wir fahren mal hier rein. So, verkaufen jetzt erstmal unsere Sojabohnen. Na, irgendwo bleiben wir hier stecken. Jetzt noch mal ein Stückchen zurück. Vielleicht hier rüber. Ja. Ja, man sieht es auch, unsere Maschinen sind wirklich noch nicht, also die haben hier echt viel zu tun, um solche großen Hänger zu transportieren, zu fahren. Ja, bei Bergen, da merkt man das schon, dass sie ziemlich an ihre Grenze gehen und es kaum schaffen. So, was haben wir jetzt bekommen? 66.366. Ja, ist jetzt gerade nicht so viel. Also ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, wenn die Preise ordentlich sind, ich glaube 1700, da haben wir ja, wenn wir hier so einen Hänger voll haben, haben wir locker, ich glaube 95.000 oder 110.000 in der Drehe meistens raus. Aber gut. Was sollen wir denn jetzt sonst machen? Wir brauchen jetzt schnell Geld. Das ist wichtig. So, wir gucken uns hier mal den Dorfladen an. Hier müsste der sein. Steigen wir mal aus. Ja, genau, hier ist er. So, was steht da? Fachmetzgerei. Hier können wir dann unser Fleisch verkaufen. Mhm. Ja, sieht schon ganz lecker aus. Da hinten die Hühner. Ja, ist schon gut. Gibt's auch schon abgepackte Wurst? Ja, ganz gut. Hier fehlt mir noch so ein bisschen der Flair. Können dann zum Beispiel noch irgendwie ein bisschen was dran an der Wand. Ja, weiß ich nicht. Hier vielleicht noch ein bisschen Besteck hin und so. Ja, so ein bisschen. Bisschen noch Deko fehlt hier, finde ich. So, was gab's denn jetzt hier noch Neues? Hier war eigentlich auch noch mal eine Verkaufsstelle. War das nicht so? Hier können wir auf jeden Fall auch noch was hinbringen. Ja, aber ich dachte, es wäre hier noch irgendwie was.
Fleischerei. Und dann gab es doch auch noch einen Dorfladen. Gucken mal hier vorne. Ah. Hier sind wir doch richtig. Ja, hier ist der Dorfladen. Dorfladen am Eck. Gutes vom Land. Da gehen wir auch mal rein, gucken mal. Na, wenn wir reinkommen. Ja, hier sieht es schon ganz schön prachtvoller aus als wie bei uns ein Hofladen. Hier sieht es schon ein bisschen gefüllter aus. Hier auch der Käse. Ziegenkäse gibt es hier auch. Ja, all das kann man hier in den Dorfladen auch verkaufen. Die Hühner sehen ja aus. Das ist lustig. Ja, hier überall diese Ladies. Diese Verkäuferin. Ah, hier gibt es auch Hackschnitzel, kann man hier verkaufen. Also die haben quasi hier alles hingestellt, was man hier wirklich hier alles verkaufen können. Und ja, können hier so einiges verkaufen. So, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen dran erinnere, war hier noch irgendwie was. Ja, genau hier. Hier ist noch ein Gemüseverkaufsstand. Den gibt es aber auch dann in der neuen Version von der Hofbergmann. Ja, hat der Farmer Andi rausgenommen. Keine Ahnung warum. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ist eine coole Idee. Und ja, ich hätte das eigentlich drin gelassen. Aber so wie ich das weiß, hat er das rausgenommen. Warum auch immer. Gut. Würde ich sagen, beeilen wir uns wieder, dass wir wieder schnell auf unserem Feld kommen. Weil wir haben ja wirklich richtig viel zu tun. Und ja, müssen uns wirklich hier beeilen, dass wir Geld verdienen und dass wir endlich neue Anschaffungen machen können. Damit wir einfach mal ein bisschen weiter vorankommen. Ja, kommen wir hier rum, ja. Können wir eigentlich auch gleich mal ein bisschen tanken noch. Gut. Hat uns 131 Euro gekostet. Ja. Das geht doch. Gut, wir fahren jetzt schnell zum Feld. Da wartet mit Sicherheit schon unser Mäher auf uns, der bestimmt wieder abgeladen werden will. Das ist jetzt auf jeden Fall ziemlich wichtig, dass wir uns jetzt ein bisschen mehr um die Feldarbeit kümmern, als wie um die Backstube oder sonstiges. Klar ist das auch wichtig, aber wie gesagt, das steht erstmal nicht so im Vordergrund. Wichtig ist, also die größten Einnahmen natürlich machen wir mit unseren Feldern. Natürlich müssen wir auch ein bisschen bald auch mal dann gucken. Also ich werde das mit Sicherheit noch 5, 6 Mal so abernten. Wir werden immer fleißig Sojabohnen machen, damit wir fleißig an Geld kommen. Und zwischendurch machen wir immer mal so ein Feld mit den Sachen, was wir auch brauchen für unsere Tiere. Und bereiten uns schon mal so ein bisschen vor. Ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, ich tendiere dazu hin, uns Schweine anzuschaffen. Und ja, da braucht man natürlich auch noch einiges. Was macht der Helfer hier? Er fährt erstmal gegen den Baum. Oder wie? Oder macht hier einfach ein Päuschen? Ich glaube noch nicht, dass der voll ist, oder? So, stellen wir uns mal hier hin. Ja, wir haben es auch mal hinbekommen heute noch. Gut. Steigen wir mal hier um. Und gucken mal, wie weit es ist. Wie weit er ist. Ach, der ist ja noch nichts. Da kann ja noch die Bahn hier fahren. Ich würde sagen, die fahren wir schnell selber. Bevor der Helfer wieder irgendwelche Probleme macht. Dann fahren wir hier die Bahn schnell selber.
Und dann haben wir schon mal uns das erste Feld hier fertig. Na, hier ist immer noch ein bisschen. Ja, vielleicht müssen wir dann die Kante dann doch nochmal mitfahren. Ja, jetzt geht's aber. Ja. Wichtig ist natürlich auch, wenn wir jetzt wieder mal ein bisschen an Geld kommen. Ja, was kaufen wir uns da? Kaufen wir uns wirklich jetzt dann die Schweine und machen fleißig weiter mit unseren Feldern? Das müssen wir ja sowieso machen, weil wir brauchen Geld unbedingt. Und ja, was wäre dann unsere erste Anschaffung? Da bin ich noch so ein bisschen an überlegen. Ich tendiere auch mal so ein bisschen hin zu ein Mäher. Aber ja, die sind auch noch so ein bisschen richtig teuer. Also so einen schönen großen New Holland wäre schon mal nicht verkehrt. Aber ja, kostet auch, glaube ich, über 400.000. Wir können ja mal schnell gucken. Ja, 430.000. Ja, da kommt noch das Schneidwerk dazu. Ich glaube, da sind wir dann so. Wenn, da wollen wir ja das hier nehmen. Ja, genau, 89.000. Ja, da sind wir locker bei 500 ein paar zerquetschte, die wir da investieren müssen. Wir haben ja auch noch unseren Kredit noch laufen, das ist ja auch noch so eine Sache. Vielleicht holen wir uns noch mal so einen kleinen, wie wir jetzt haben. Dann haben wir dann einfach zwei davon. Wir können hier schneller die Felder abernten. Und später können wir dann natürlich auch, ja, wenn wir dann genug Geld haben, einfach einen verkaufen. Wir können uns dann einen größeren Mäher nehmen, so dass wir immer noch zwei haben. Weil das ist ja auch, ja, gar nicht mal so schlecht, wenn wir zwei davon haben. Da können wir hier natürlich hier schneller unsere Felder bewirtschaften. So, der erntet jetzt hier Weizen ab. Weizen brauchen wir ja für unsere Hühner. Aber, ja, wie gesagt, kein großes Feld eigentlich. Ich glaube, den Rest tun wir uns ins Lager tun. So, da können wir das eigentlich auch schon wieder gleich anpflanzen neu, damit wir hier immer jetzt am Ball bleiben, fleißig unsere Felder zu ernten und anzusehen wieder. Stellen wir den mal hin. Dann frage ich das Restliche da, was jetzt drin ist. Von den Sojabohnen machen wir in unseren Hofsilo rein. Es lohnt sich ja jetzt nicht, das wegzufahren. Da warten wir ab, bis wir wieder was ernten, damit das voll wird, der Hänger. So, da können wir hier gleich wieder Sojabohnen anpflanzen. Fahren wir hier mal alles aus. So, da kann der gleiche loslegen und ich kümmere mich da ein bisschen drüben mit. Ich sehe schon wieder, der Helfer macht wieder irgendwelche Konstruktion hier, die er eigentlich gar nicht machen braucht. Fährt schon wieder irgendwie alles rückwärts. Gut, dann lassen wir hier auch den Helfer fahren. Ja, das geht einfacher für uns und eigentlich bekommen sie es ja auch hin. Außer er hier nicht. Man sieht's, wo er hinfährt. Das ist immer so der Anfang. Da muss man erstmal kurz die Strecke fahren, damit der Helfer weiß, wo er langfahren muss. Deswegen fahren wir mal hier ein Stückchen selber. So ungefähr. Ja,
So wird's, glaube ich, was. Machen wir Runde und er soll losfahren hier. Fahren wir mal die eine Bahn, das Stückchen hier, mit der er ungefähr weiß, wo er langfahren muss. Und schalten jetzt den Helfer ein. Gut, da kann der das hier weitermachen. So, wir gucken mal hier schnell hier drüben hin. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier für ein Blödsinn? Mensch, Junge, was ist hier los? Was machst du? Lässt da oben einfach was stehen? Schauen wir mal. Das ist auch immer, meistens ist es auch ein bisschen lustig hier, wenn man die Helfer so fahren lässt. Wie dumm die manchmal sind. Also, auf was für Ideen die kommen, wo die langfahren müssen. Also, das ist schon echt meistens auch sehr lustig. So, ich hoffe, er fährt jetzt richtig. Ja, wir müssen da ein bisschen dranbleiben und ein bisschen dabei sein. Und ja. Gut, ich würde sagen, das war's von der Folge schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, bleibt mir treu und tschüss, bis zum nächsten Mal.